dass wir die on tape haben, weil sonst bist du immer 50, 55 Minuten Leerlauf und dann. So! Also, Herr Barton, jetzt mal ganz kurz, bevor hier die offizielle Anmoderation. Die Bayern jetzt, Stand jetzt. 3-1 zur Halbzeit. 3-1. Mhm. Und City liegt zurück. City liegt 1 und City. Ich glaube, in Tottenham. Müsste Tottenham sein. Ich lasse die Kicker-App mal nebenbei auf. Ja. Ja, also, mein lieber Jolly. Holla die Walsche. Freunde, buongiorno oder buona sera. Abseits der Fußball-Podcast, Folge 186. Fresher als je zuvor. Wir haben nämlich heute Sonntag, 5.2., 18.32 Uhr. Im Moment läuft noch das Spiel der Bayern gegen Wolfsburg. Im Moment stand jetzt, liegen die Wolfsburger zurück. Und wir haben viele, viele Themen im Gepäck. Fresher denn je. Vielleicht hört ihr uns jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit oder wenn ihr sonntagsabends nochmal in die Walle steigt, weil weiß es nicht. Ich sage ein kurzes Hallo in die Runde. Mit dabei natürlich der Mann, der mich seit 35 Jahren gehegt und gepflegt, begleitet und mir seit 36 Jahren auf den Sack. Was? Nein. Mit dabei. Wir freuen uns sehr auf. Der. Delaney! Ja, es sind 38, nee, 39, ist ja egal. Ja, schönen guten Abend. Das fühlt sich an wie gestern. Ja. Ja, so. Hat er eigentlich seinen Laptop schon abgegeben? So, dann haben wir. You son of a bitch. So, ja. Und dann haben wir mittlerweile, kann man sagen, einen lieben Freund dieses Podcasts. Ihr hört mich noch? Ja. Ja. Also ein bisschen mit dem Mikro. Ein lieber Freund dieses Podcasts, dritte Mal dabei, großartiger Schauspieler und unter anderem Autor. Und zwar, ich möchte, hallo Podcast-Hörer, geht am besten direkt in den kleinsten Buchladen bei euch in der Stadt und supportet ihn. Dort findet ihr dieses Buch, Sönke und Wotan Wilke Möhring, Rausch und Freiheit, erschienen bei unseren Freunden vor Knauer. Ich halte es hier bei YouTube nochmal in die Kamera. Ich habe es mir mindestens schon 10-mal gekauft und 11-mal gelesen. Einfach, weil es kann. Und dieser Podcast einfach so wahnsinnig erfolgreich ist. Hörerschaften im leicht zweistelligen Bereich. Wir sagen, bitte Applaus für den großartigen Sönke Möhring! Ladies and Gentlemen. Und die Liste ist so vollgepackt. Wir müssen direkt anfangen. Redaktionell Sönke, natürlich die erste Frage. Heute das erste Mal mit Alkohol bei euch. Das spricht ja für uns. Ich sag mal, ich habe das erste Mal ohne Alkohol. Nee, ja, aber... Nein, das ist neues Jahr, andere Sitten, ganz einfach. Salute. Also ab jetzt wird abgeschossen, so ist recht, Sönke. Das ist der Erfolg der Freundschaft von Leidy und mir. Nein, natürlich nur in Maßen. Sönke, erste Frage an dich. Redaktionell natürlich Top-Thema momentan. Lass uns direkt einsteigen in das, ja, vielleicht momentan Hauptthema, das wichtigste Thema, das es gibt. Wie ist deine Meinung? Thema, Top-Thema momentan, Iris Klein und ich wusste es, ich es. Um Gottes Willen. Und ist, wer? Ja, ganz und genau. Es spricht so für dich, dass du nicht weißt, wer Iris Klein ist und sehr nicht gut das Dschungelcamp guckst. Ja. Genau diese Reaktion spricht so für dich. Aber was Dschungelcamp. Und wer ist das? Du kennst du Dschungelcamp? Ja, klar. Ja, bei RTL. Und Iris Klein ist die Mutter von der Daniela Katzenberger, diese Katzenberger. Ja, ich bin draußen. Okay. Ja. Da haben wir was gemeinsam. Ja. Dann lass uns halt über Fußball reden. Ja, genau. Ja. Lass uns erstmal über deinen Verein sprechen. Borussia, ja. BVB. Ja. Nicht schlecht ins Jahr gestartet, kann man ja mal sagen. Ja, super ins Jahr gestartet. Viel Pech gehabt in der Hinrunde. Super optimal in die Rückrunde gestartet. Gestern natürlich hoch emotional, Weltkrebstag. Sebastian, ja, Kollege hat Gänsehaut zu Recht. Er macht das Tor in dem zweiten Spiel, wo er in der Stammformation ist, vor der gelben Wand. Also, du kannst mir glauben, ich habe mich total geärgert, dass ich in meiner miefigen Wohnung in Berlin war und nicht im Stadion. Aber nee, toll. Also, das freut mich total. Und es hat tatsächlich, also, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber es fühlt sich so ein bisschen nach so einer. DNA-Wechsel wäre jetzt übertrieben, aber man hat den Eindruck, dass die Mannschaft sich nicht hinten reinstellt, sondern auch aus dem 1-0 noch ein 3-0 hinkriegt und weiterarbeiten will. Und das wird natürlich in Dortmund sehr, sehr gerne gesehen. Das ist so ein Ruhrgebietsding natürlich. Also, ja, natürlich alle Fans ihr Team arbeiten sehen.
Und das scheint sich so ein bisschen, wie gesagt, ich muss vorsichtig sein, weil immer wenn man zu viel Superlative auspackt in Bezug auf Dortmund, wird alles irgendwie ganz schräg. Aber es läuft sehr, sehr gut. Ich ärgere mich ein bisschen, dass es nicht vielleicht 2 Spiele früher angefangen hat, weil ich glaube, diese Bayern-Delle, die es ja auch tatsächlich gab, da konnte keiner so richtig partizipieren daraufhin, weißt du? Und ich glaube, das Thema ist auch durch. Ich glaube, die fangen sich jetzt wieder. Ich will jetzt nicht spoilern, aber jetzt siehe Wolfsburg und so weiter. Also nach 20 Minuten 3-0 führen ist halt auch, weißt du, musst du dann halt auch erstmal machen, auswärts. Diese Gegenfeuer, die, das ist so ein Bayern-Ding, halt auch Manuel Neuer. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Typen los ist, aber irgendwie ist er nicht gut beraten momentan. Also auch davon mal ab, dass er, also weißt du, wieso fährt einer Ski? Ja, allein der ist schon scheiße. Ja, also der Vertrag wird mit Sicherheit mehr sein als 2 Seiten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Ski das abdeckt. Aber es ist, wir wollen ja jetzt wieder zurück zu meinem großartigen BVB kommen. Also, ich glaube, ich bin übrigens gegen Chelsea, also in London, BVB, beim Rückspiel in der Champions League. Oh, ja. Stamford Bridge. Am 15. ist ja Chelsea zu Gast. Beim BVB, da schaffe ich es leider nicht, weil dann die Berlinale anfängt und ich dann wieder zurück nach Berlin muss und das ist ein bisschen, ja, doof, ist echt doof. Ja, da kommt so eine Berlinale dazwischen, du. Denke, manchmal sind die Dinge, wie sie sind. Die Berlinale hat natürlich auch gelitten, jetzt 3 Jahre Pandemie und das stimmt, findet natürlich überhaupt so ein bisschen mal wieder statt und das ist ja schon mal schön genug, dass wir uns alle wieder begegnen. Nee, aber ich glaube, dass du beim BVB jetzt tatsächlich das ganz gut aussieht. Also auch, dass Karim auch jetzt mal wieder, also endlich mal auch mal so eine Konstanz hat. Julian Brandt ist, glaube ich, niemals so gut gewesen. Und es ist ganz schön zu sehen, dass, weil ich hatte erst so ein bisschen Schiss, weil ich dachte, so Hummels und Reus waren ja doch immer sehr, sehr wichtig. Und die finden jetzt nicht groß statt, aber es fällt nicht so ins Gewicht, ja, im Ergebnis. Und das ist immer gut. Ich fand es auch super, dass, glaube ich, gestern alle 5 Tore von unterschiedlichen Schützen waren. Auch nicht schön. Auch immer gutes Zeichen, ja. Und dass Haller natürlich am Weltkrebstag das Ding macht, da könnte ich heulen, weißt du? Also das ist, sowas schreibt, das ist halt Fußballromantik. Weißt du, das gehört echt direkt ins Phrasenschwein. Die Geschichten schreibt echt nur der Fußball. Und ich habe gestern, habe die Eintracht geguckt und habe das Dortmund-Spiel leider nicht gesehen und ich habe es nur im Sportstudio gesehen und ich hatte Gänsehaut, weil automatisch, wenn wir in Frankfurt an Marco Rus erinnert, der gegen Bielefeld nur eingewechselt wurde, da was da in einem Fan abgeht und dann schießt er dieses Tor und wir wissen, was Alain für ein Spieler ist. Das hat er hier in Frankfurt gezeigt, das hat er bei Ajax gezeigt und das ist Gänsehaut, einfach nur Gänsehaut. Ja. Aber lass uns doch gerade nochmal, weil das war jetzt auch heute, ich bin irgendwann eingeschlafen, mein Doppelpass hat sich ein bisschen gezogen, aber großes Thema, die erste Dreiviertelstunde war natürlich Manuel Neuer, der FC Bayern-Block. Was sagt denn die Runde, Sönke, was sagst du denn dazu zum Thema Neuer? Ist das Kunst, kann das weg? Weil es gibt momentan irgendwie nur 2 Lager, die einen sagen, okay, der arme Neuer und der kann da machen, was er will, wenn er seine Regeneration hat. Die anderen sagen, nee, und der Club ist der Größte. Also es ist so ein bisschen, die wenigsten treffen sich gerade in der Mitte. Wie ist deine Meinung dazu? Kennst du das von deinen Filmverträgen, dass man sagt, okay, auf gar keinen Fall einen Döner essen, weil du dann zunimmst oder so? Genau, zum Beispiel kein Döner essen oder auch eben nicht Skifahren. Und das gehört natürlich dazu. Skifahren, ja. Das gehört natürlich dazu. Ski ist, glaube ich, eine Sportart, die so maximal verletzungsrelevant ist. Das sind ja auch meistens Verletzungen, wo du nicht mit Voltaren oder ein bisschen Bepanthen und legen Sie mal 2 Tage den Fuß hoch. Das ist dann auch nichts. Ja, da musst du meistens ein bisschen Bettruhe. Da musst meistens schon das Messer ran und so. Deswegen glaube ich auch nicht. Aber das ist ja nur alles Spekulation. Ich glaube nicht, dass das okay war. Punkt 1, Skifahren als Profisportler nach so einer verkackten WM irgendwie doof. So, aber ist natürlich, ist dann halt auch einfach das kann man ihn ja jetzt nicht explizit ankreiden, bis eben auf, dass er Ski fährt. Dann aber dieses Interview, diese ganze komische Kungelei mit seinem persönlichen Trainer, der noch nicht mal hier den, wie heißt er, der Neuer 2.0 hier, Dapalovic, weißt du, noch nicht mal kontaktiert hat über ein Jahr lang. Was ist denn das für eine Kommunikation? Ich dachte, das ist deren zukünftiger Stammtorwart. Also, da frage ich mich, was ist denn da los?
Dann gibt er dieses komische Interview. Was war das? SZ oder was war das? Irgendwie. Athletic. Ja, ich glaube, zwei erschienen. Ne? Ja, die Athletic und noch irgendwas war es gewesen. Wo er dann auch so ein bisschen auf diese Emotionale kommt und sowas. Und das finde ich einfach, sorry. Digga, weißt du beißt einmal in die Hanuta und hast 5 Millionen Euro auf dem Konto. Shut up! Weißt du, shut up! Weißt du, du musst wissen, wie das funktioniert. Du hast ja. X Berater. Ich glaube nicht, dass das Interview abgesprochen war mit der Pressestelle vom FC Bayern. Nee. Und deswegen kriegt er jetzt auch, wie ich finde, vollkommen zu Recht, zumindest nach außen hin wird das ja so dargestellt, dass man dann mal das Gespräch sucht. Und ich denke, dass, also es tut mir ein bisschen leid für ihn, weil er so ein verdienter Spieler ist. Weißt du, er ist ein Weltmeister und so, aber diese ganzen komischen politischen Moves auch dann jetzt schon hier, wie geht man da um in Katar und wie zeigen wir Flagge oder eben auch nicht, fand ich schwierig schon und jetzt tut er sich, glaube ich, gar keinen Gefallen mit solchen Interviews und sowas und ich finde, dass der Verein immer über allen steht, immer, egal ob das jetzt Schalke, Bayern oder eben mein großartiger BVB ist. Ich habe gerade, Steffen, Entschuldigung, ein Interview, das vor 50 Minuten im Kicker erschien, mit Julian Nagelsmann auf. Ah. Und zwar ging es da um die Sache, dass Neuer ja quasi so, nicht getan hat, aber die Aussage war ja, er wusste von nichts und es hat sein Herz gebrochen. Und ich lese es mal ganz kurz vor, diesem einen Absatz. Mit Neuer habe es rund um die Entscheidung, sich von dessen Vertrauten und Torwarttrainer Toni Tapalovic zu trennen, ein Gespräch gegeben, in dem die Dinge angesprochen und erklärt worden seien. Zitat, ich glaube auch den Weg, den ich gewählt habe, es nicht öffentlich zu machen, die Gründe zu nennen, warum es zur Trennung kam, war in meinen Augen der richtige, so Nagelsmann. Und dann sagt er noch, ich aus Manuels Perspektive hätte das Interview nicht gegeben, erst recht, wenn in selbigen zu lesen ist, dass der Club im Vordergrund steht, natürlich trägt es nicht gerade zur Ruhe bei. Es muss doch jetzt irgendwann auch mal an den Punkt kommen, dass, dass irgendeine Seite und in dem Fall vielleicht die Clubführung mal sagt, wir hören jetzt auf, Feierabend. Jetzt kein, nicht noch ein Interview und noch ein Interview. Ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen die Schweiz. Ich verstehe einerseits den Club, der sagt, musst du jetzt nach dem, was zuletzt gewesen ist, du bist ein erfolgreicher Spieler, aber es war einfach diese WM, es war Katar, das war einfach keine gute Performance, sah nicht gut aus. So, dann bist du dran schuld mit deinem, ja, natürlich macht das zu deiner Regeneration, du bist ein erwachsener Mann von 37 Jahren, wie der Sönke gesagt, du weißt, Skifahren, da kann schon mal was passieren, offener Bruch nimmst du mit oder so, kannst du halt nicht mit Salbe ran. Du bist dran schuld, dass wir jetzt irgendwie nochmal irgendwie werden ein bisschen Geld haben, aber sie müssen sich nach einem neuen Torwart umschauen. Der war jetzt Gott sei Dank wechselbereit. So, da hast du die Situation. Dann hast du jetzt auch nicht keine mega brillante Bayern-Saison. So, aber ich verstehe auch den Neuer, der sagt, okay, aber ich glaube, wenn das erste Mal vielleicht auch online irgendwo gelesen der Begriff Karriereende irgendwie genannt wird, dann ist das, glaube ich, schon, und wir sehen es jetzt beim Football, ist das schon ein Punkt, der dir vielleicht wehtut, dass du sagst, okay, so schnell bin ich auswechselbar. Man muss aber auch sagen, die haben ja beide viel voneinander profitiert, sowohl die Bayern von ihm als auch umgekehrt. Also der Neue hat schon, wahrscheinlich kann sich morgen nochmal eine warme Mahlzeit leisten, aber hat einfach auch echt oft den Bayern wirklich geholfen mit tollen Paraden, war irgendwie konnte auch vielleicht ins Ausland wechseln können. Also kurzum, ich verstehe tatsächlich beide Seiten, aber finde momentan ist es echt FC Hollywood und entwickelt sich zu einer Farce. Herr Barton, wie ist deine Meinung? Ja, ich habe den Doppelpass als Podcast für heute Mittag gehört, gibt es ja auch mittags immer, weil ich es nicht sehen konnte. Also die Meinung der Leute, bis auf eine Dame, die zu Gast war, das war eine Spielerin, alle die gleiche, das geht gar nicht, was er macht, weil das Ding ist, wenn du beim FC Bayern bist, dann weißt du, dass du gewisse Sachen einfach nicht zu sagen hast. Gerade jetzt. Naja, aber auch das, Argument war auch, wir wünschen uns mündige Spieler. Wir wollen nicht diese 0815-Interviews, der Trainer hat gedacht, dann hat mir, und wir machen uns immer über einen Poldi lustig, dass der seine 0815-Antworten gibt. Und jetzt ist einer da, der sagt, nee, finde ich nicht gut. Man kann jetzt die Art und Weise, aber er gibt ein Interview, also wäre vielleicht eine direkte Konfrontation, dass man sagt, wir treffen uns im Dopa oder sonst irgendwo, aber er sagt seine Meinung. Er macht das, was wir uns alle wünschen, jemand, der Eier hat und sagt, was er denkt und was er fühlt. Und das wird mir jetzt um die Ohren geworfen. Aber es war eine Sache und ich glaube, Stefan Effenberg hat es gesagt. Als er sich die Wade gebrochen hat, das Wadenbein, Schienenwadenbein, ist der FC Bayern hingegangen und hat ihm gesagt, in Form von Sadiamicic, glaube ich, du kriegst A, dein Gehalt weiterhin, nichts nach 6 Wochen hier, ist ja klar, wenn du krankgeschrieben bist so lange, dass da irgendwie die Knappschaft oder wer auch immer einspringt,
Du kriegst es weiterhin und wir verzeihen dir das, wir stehen hinter dir. In seinem Interview hat er davon nichts gesagt und das ist nach Effenbergs Meinung, der ja ein bisschen bei den Bayern noch mit drin ist oder Leute kennt, das Hauptding, warum die Bayern stinkig sind. Die haben ihm die Hand gereicht und er pisst halt drauf. Und dass er seine Meinung sagt und auch von mir aus über den Jan-Sommer-Transfer, dass er das nicht so gut findet, das hätte ich auch gar nicht schlimm gefunden. Aber es hat so ein bisschen Mimimi-Charakter und ich fand es auch einfach übertrieben, dieses Interview, weil du kannst deine Meinung äußern, aber pass einfach ein bisschen auf, was du sagst. Ja, aber Sönke, hat er was gegen die Bayern gesagt oder hat er einfach nur gesagt, die haben mir das Herz rausgerissen, es hat mich sehr traurig gemacht, dass die meinen guten Freund rausgeworfen haben. Aber genau das wäre ja schon etwas gegen die Bayern zu sagen, weil, ganz im Ernst, also ich mag ja von Bayern halten, was man will, aber sie sind tatsächlich relativ loyal zu ihren Spielern immer gewesen und ich glaube auch nicht, weißt du, ich glaube mit Sicherheit ist Skifahren im Vertrag nicht abgedeckt. Kannst du mir nicht sagen. So, ja. Das haben die jetzt einfach mal so hingenommen, haben sich natürlich gedacht, Alter, was für ein wahrscheinlich gekotzt, aber man ist sich loyal verpflichtet und das ist schon so ein bisschen auch so das Hoeneß-Ding, Handschlag, nochmal Küsschen und dann läuft das. Und ich glaube, dass er mit diesem Interview da so eine Linie überschritten hat tatsächlich. Weil mit Herz rausreißen und so, das ist ja, weißt du, also wie gesagt, man mag ja von Bayern halten, was man will, aber es ist ja jetzt auch kein Zombie, der da ankommt und total unempathisch irgendwelche krassen Sachen macht, sondern die wollen natürlich dafür sorgen, dass das ganze Ding funktioniert. Das ist wie eine Familie und wenn da einer eben das ist es. Dagegen schießt, dann muss der eben, wird er eben ausgetauscht und das ist, ich habe keine Ahnung, wie er mit dem Typen da verbandelt war. Trauzeuge. Schon ein Buddy, so ein bisschen. Ja, ja. So. Aber mal ganz im Ernst, Buddy ist ja schön und gut, aber ich habe auch nicht alle meine Buddies in meiner Arbeit um mich rum. Ja. Das ist so ein bisschen, und wenn der halt eben, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt noch eine Schnittstelle generell für das ganze Torwart-Ding war, und wenn er dann eben nur das so eindimensional behandelt, nämlich nur Manuel Neuer und alle anderen links liegen lässt und einen Top-Spieler in Monaco spielen hat, der den aber ein Jahr lang nicht anruft, der gar nicht weiß, wie irgendwas eigentlich los ist, dann kann ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen schwierig, also so eine reine Vermutung, vielleicht liege ich auch völlig falsch, vielleicht war es auch nur der Schuhpolierer von Manuel Neuer, was weiß ich, aber ich glaube schon, dass so ein bisschen mehr da war, weißt du? Herr Barton, ja. Ja, das ist ja genau der Punkt. Das, was Tapalo mit Nübel gemacht hat, das wird ja ganz vergessen. Also gemacht hat, klingt jetzt ein bisschen krass. Aber ja, wenn du ein Jahr lang nicht mit einem, der als Nachfolger von Neuer und in der Nationalmannschaft, wenn so einer, der so gehandelt wird, von dem Torwarttrainer des heimischen Vereins nicht mal kontaktiert wird, ist die eine Sache. Was haltet ihr denn von der These, dass Neuer einfach nur auch ein bisschen Angst hat, dass Jan Sommer ihm sportlich den Rang abläuft? Weil ich glaube, es ist einfach, ich meine, jetzt 37, du weißt nicht, ob du dieses krasse, und er hat ja ein mega Level, dass du dieses Level nach so einer Verletzung nochmal erreicht. Er hat sich schon mal verletzt, heftigst, er hat kam auch wieder zurück. Aber jetzt ist natürlich, also er geht einfach auch mit größeren Schritten auf die 40 zu. Musst du gucken, wie er zurückkommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihm tut es natürlich auch, also könnte ich mir vorstellen, dass diese WM auch nicht spurlos an ihm vorbeigeht. Dass dieses Nübel-Ding, das war schon anstrengend. Da gab es auch viele öfter Diskussionen. Jetzt hast du den Sommerwechsel, der ja nicht anders ging, weil Ulreich ist. Und ich glaube wirklich, dieser Begriff Karriereende und dass viele auch online schon, ich könnte mir auch vorstellen, der liest auch abends seine Zeitung oder guckt mal online, dass viele das Thema Karriereende gebracht haben und gesagt haben, okay, kommt der jemals wieder zurück? Ich glaube, das tut dir einfach weh und ich glaube, das kann auch sein, dass der einfach gerade emotionale Talfahrt übernimmt. Dann muss man aber wieder sagen, Freunde der Sonne, ein bisschen aufpassen, wie sehr man auf dem Neuer rumhackt, weil wieder das Thema Depression, wieder medialer Druck. Also da muss man so ein bisschen, wir hatten den Schiedsrichter, dem das irgendwann zu viel wurde. Wir hatten den Torwart von, Herr Baden, helf mir, von Hannover. Robert Enke. Oh, Robert Enke, sorry. Ja. Dass man sagen muss, okay, also bei aller Kritik, aber auch, du hast natürlich einerseits diese Bayern-Maschinerie mit allem drum und dran und Nagelsmann und die feuern jetzt gerade auf ein Neuer. So, und dann ballern die auch noch seinen Freund weg. Und sagt, also, ich fände es nicht verkehrt, dass man sagt, okay, danke Manuel, wir kennen jetzt deine Meinung und wir möchten uns aber dazu erwachsen. Wir machen jetzt hier nicht FC Hollywood, wir wollen uns dazu nicht mehr äußern. Aber wenn dieses Bayern-Monster gegen einen Spieler schießt, was nicht wirklich schwer ist, weil der hat halt nie seinen Torwart-Kumpel oder seinen ehemaligen Trainer, den hast du noch gar nirgendwo gehört. Boah, da muss man ein bisschen aufpassen. Und dann noch Online-Drescher. Also ich glaube, Manuel Neuer sitzt gerade daheim und ja. Dem geht der Arsch, denke ich mal, ja? Ja, also stimme ich dir zu,
sehe ich auch so. Wie gesagt, so die wenigen Verfehlungen, die Manuel Neuer sich geleistet hat, sind hinsichtlich seiner Dienste und Erfolge absolut hinnehmbar. Aber trotzdem darf man auch nicht vergessen, dass, naja, also abgesehen davon, ich hatte total Schiss, dass Bayern auf einmal an Kobel rumgräbt, weißt du, an Torwart vom BVB. Die Kuh ist ja auch noch nicht so ganz vom Eis irgendwie. Naja, der hat ja noch mindestens 2 Jahre Vertrag und wenn ich sowas höre, dann werde ich ganz hektisch. der ist halt super. Ne? Also der ist super. Das ist endlich mal wieder ein richtig toller Torwart, den wir da in Dortmund haben. Und mit einem Neuer, weiß ich nicht. Also es ist so ein bisschen, ich würde es ihm wünschen, eben weil er so verdient ist, dass er einfach sich so ein bisschen ruhiger macht auch. Dann hätte er auch weniger Breitseite. Ich weiß aber natürlich auch, dass wenn einmal so diese komischen, ungestümen Bayern-Gäule da rennen, das auch oft sehr unfair dann werden kann. Ne? Und du hast natürlich dann, keine Ahnung, ob das jetzt ein besoffener Spieler ist, der irgendwie seine Villa in Grünwald da abgefackelt hat oder weißt du. Oh. Breno, ein fiktives Beispiel. Ja, genau, nur mal so ein Storytelling. Genau. Nee, aber ich meine nur, das ist so ein bisschen das, also ich glaube, dass jetzt alle mal am besten ihren Rand halten sollten und vielleicht mal telefonieren sollten. Immer ja, gut. Genau, 4 Augen. Ich komme zum Kaffee mal rüber. Ich habe einen Kaffee zu dir nach Hause eingeladen. Ja, genau, einfach mal einen Kaffee zu Hause. Aber Sönke, ich hätte mal eine Frage noch zu Dortmund. Und zwar, bei Dortmund, es läuft im Moment, es ist relativ ruhig, aber es gibt immer noch und immer wieder diese Bellingham-Frage. Wie sehr geht es dir als Fan auf die Nerven? Weil ihm sieht man das ja gar nicht an, aber das ist drumherum, diese Unruhe, die kommen könnte. Wie siehst du das? Ja, also auf der einen Seite, also man kennt das ja als Dortmund-Fan total. Das ist ja Usus mittlerweile. Das ist natürlich auch ein bisschen schade, weil alles, man weiß von vornherein, auch bei Haaland, es ist temporär. Also nie für lange. Er wird nie wirklich immer da sein. Aber man arrangiert sich damit. Und bei Bellingham ist aber, finde ich, auffällig, wie der Typ damit umgeht. Wie erwachsen. Wie krass. Schlau. Der Kleine ist 19, oder? Ja, ich glaube, er ist auch schon ein bisschen älter, oder? Ich weiß gar nicht, ist er nicht schon 20, 21? Ich weiß es nicht. Aber also sehr intelligent. Sehr, sehr großherzig, sehr generös. Und so ein Spieler will sich natürlich halten, einfach auch als menschlicher. Der hat einfach menschliche Qualität, auch der Typ, davon mal abgesehen, dass er ein unfassbar guter Kicker ist. Aber er wird natürlich gehen. Mir wäre es natürlich am liebsten, dass man jetzt nochmal irgendwie so eine Vertragsverlängerung macht, dass einfach mehr Ablöse generiert werden kann. Aber er wird nicht zu halten sein. Er wird auf keinen Fall zu halten sein. Übernächste Saison ist Schluss, spätestens. Also ich glaube, ich rechne eigentlich eher jetzt in diesem Sommer. 19 ist er und Kimmich fliegt vom Platz aktuell. Also mal gucken, was da noch geht. Kimmich ist... Aber es stand jetzt noch 1-3. Immer noch 1-3, ja. Aber rote Karte, 54. Oh, glattrot, oder? Nee, gelb-rot so, für okay. Kimmich. Okay, aber außerdem wollte ich die, damit wir, weil wir haben ja noch ein paar Themen, wollte ich mal fragen, was haltet ihr von meiner neuen Brille? Ist so schön. Hast du eine Brille auf? Nein. Ich dachte ja vorher schon. Kannst du da wenigstens durchsehen? Ja, ich sehe Dinge, die. Die willst du gar nicht. 3D-Brille. Ich wusste nicht, dass der war. Er sieht uns jetzt nackt. Ja, deshalb siehst du direkt wieder ab. Nein. Also hallo Podcast-Hörer. Ich sag mal, abseits der Fußball-Podcast Meets Fasching, Minute 23 mal bei YouTube einschalten, eine fantastische Brille für 4 Euro. Jetzt kommt es. Holla. Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy. Und irgendwie klingt der, wenn man diesen Songtext unter Männern sagt, klingt das irgendwie nicht cool. Hol das Lasso raus, wir spielen Cowboy und Idiala. Für die Leute, die gerade einschalten, ich suche noch einen Platz als kleiner Moderator. Ja. Aber das Verrückte ist, man sieht ja die Augen. Meine. Genau, wo ist her? Genau, tschüss. Zöge. Ja. Ist doch in Berlin, da hat er noch empfangen. So. Es gibt noch eine ganz aktuelle Meldung, Steffen, die habe ich dir geschickt, bevor wir aufgezeichnet haben. Ja, bitte. Die Bild, man mag halten, was man will, aber im Fußball... Herr Bartel ist übrigens Bild plus Kunde. Ja, weil das Ding ist, ich hadere mit mir selbst.
Wenn eine Zeitung schon titelt, und das ist jetzt nicht abgesprochen mit dem Steffen, wenn eine Zeitung schon auf den Titel nimmt, was im Dschungelcamp los ist, dann weiß ich ja, was ich seriös davon halten muss. Aber fußballtechnisch haben die meistens wirklich zu 90% immer recht. Und da war die Meldung, dass heute noch bekannt gegeben wird, dass André Breitenreiter bei der TSG Hoffenheim rausfliegt. Und das, ich habe das also, falls die Leute das irgendwie das Video sehen und sich wundern, was guckt er als auf dem Boden, wäscht er sich oder was? Nee, ich schaue als aufs Handy und gucke, ob es vielleicht das neue Meldungen gibt. Ach so, aber ich habe gewaschen. Nee, ich warte mir, bis die Hose von alleine stehen bleibt. Nein, ist egal. Das macht er wirklich, das macht er wirklich. Nein, aber... Ja, wie schaut natürlich ja. Also, Trainerentlassung bei Hoffenheim. Ein Hoeneß haben sie entlassen, der war gar nicht so unerfolgreich. Jetzt haben sie den Breitenreiter geholt und der wird entlassen, weil sie eventuell... Wie viel haben sie aber? 10 Spiele ohne Sieg war es. Also die spielen wirklich ganz, ganz schlecht im Moment. Sind aber auf. Ich habe mich heute über den VfL Bochum, der mal wieder gewonnen hat. Ja, 5-3 Hoffenheim. Also mein lieber Scholli, das hättest du auch nicht gedacht. Bochum ist Sönke, was meinst du, wie lange hatten... Oh, ich nehme mal diese Brille, weil da kriegt man immer... Oh, holla die Waldfee. Danke. Ihr seid's ja, ich ziehe die Brille wieder auf. Ich wollte mal fragen, wie viel... Also wenn du jetzt zum Beispiel Chef wärst von Hoffenheim, wer zu Berlinale geht, der ist auch bald Chef von Hoffenheim. Wie lange würde... ich kann da was klar machen. Wie lang kann man einem Trainer Zeit geben? Also ist eine Motivation da, wenn man sagt, 10 Spiele ohne Sieg, oder sagt man, nee, lass den Mann mal, wir schauen mal. Also kommt immer darauf an, es gibt ja immer so der realistische Weg und absurde Zielsetzung der Shareholder oder wie auch immer das in Hoffenheim geartet ist. Mhm. Ja. Keine Ahnung, wer da im Vorstand sitzt, aber im Grunde genommen finde ich, eine Saison hat immer eine Aussagekraft, wenn du jetzt wirklich davon redest, was aufzubauen, ja. Also du hast ja gar nicht, wenn du irgendwo einsteigst, verfügst ja gar nicht oft über das Spielermaterial, gleich eine bestimmte Idee zu spielen. Ja? Also im günstigsten Fall hast du ein Jahr Zeit, hat halt keiner mehr. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass es eigentlich bei diesen ganzen Trainerwechseln auch nur noch darum geht, was zu retten, was noch zu retten ist, dass man nicht abstürzt oder absteigt oder sonst wie was. Ich habe keine Ahnung, was die Philosophie von Hoffenheim ist. Die ist so ein bisschen, hat sich so ein bisschen erledigt, ne? Ist so ein bisschen irgendwie im Nirvana gelandet. Ich glaube aber, dass ein Verein tatsächlich eher eine innere Stärke entwickelt und damit auch eine Substanz, wenn er dann halt auch solche Durststrecken eben mal mit dem gleichen Trainer geht, weißt du? A la Freiburg, dann lass dich mal arbeiten. Das ist. Wir haben es noch in Frankfurt hier auch, Steffen. Du siehst es bei, es kam Hütter. Der hat das erste halbe Jahr war nicht gut. Da haben wir gedacht, oh, spielen wir gegen Abstieg. Was ist? Er führt uns ins Halbfinale vom UEFA Cup. Glasner kommt, das erste halbe Jahr war beschissen. Was ist? Wir gewinnen den UEFA Cup. Gib doch dem Trainer, wie du sagst, und gewinn wenigstens. Okay, es kommt drauf an, wo du Trainer bist. Bei Bayern wird es natürlich so. Was die Erwartungshaltung ist, Budget etc. Ja. Ein bisschen Zeit brauchst du doch. Also, guck dir unseren guten Freund Benny an. Ja? Der ist jetzt Co-Trainer beim VfB Stuttgart. Die haben heute verloren, 2-0 gegen Bremen. Bremen war aber auch klar Stärke. So, und lass den Mann arbeiten. Labbadia ist einer, der immer ganz früh rausgeschmissen wird, dass der überhaupt noch Lust hat zu arbeiten, wundert mich. Wie willst du denn ohne Kontinuität was reißen? Wenn nee, das ist ja nicht nur aus Sicht des Trainers, sondern auch für die Spieler. Das heißt, du gehst zum Training und weißt alle 4 Wochen nicht, ist er jetzt noch oder nicht oder was passiert. Jeder Trainer bringt ein neues Konzept mit. Du musst das ja wie in einem bei einer normalen Arbeit, du musst das ja erstmal kennenlernen, das Team. Du musst ja erstmal zusammenwachsen, gemeinsame Erlebnisse haben, erstmal sagen, okay, gib dem Trainer die Zeit, gibt der, aber es geht so schnell und dann kommt wieder der mediale Druck und dann, also es sind da auch noch ein paar Punkte zu vergeben, also mach doch mal Piano, wenn du wirklich das Gefühl hast, jetzt ist, dann, aber lass doch mal, das ist doch ein guter Trainer, also warum, aber ich glaube nicht, dass er es packt, ich glaube, der ist. Sönke, hast du mal in einem Film mitgespielt oder irgendwo, wo der Regisseur auf einmal ausgewechselt wurde und du musstest mit, na das passiert das doch, das ist was, in Hollywood diesmal ist oft. Nee, der Kameramann, was aber letztendlich ähnlich krass ist. Okay. Und was auch nicht Usus ist. Ja. Das habe ich mal gemacht, ja. Aber das kommt nicht vor. Wie lange dauert es, bis man sich auf den neuen dann einstellt? Muss das sofort funktionieren oder hat man da ein bisschen Zeit? Weil es ist ja auch, denke ich mal, ein Zusammenspiel irgendwie. Ja, nee, das hat dann für mich weniger Konsequenzen, weil ich bin ja sozusagen als Schauspieler, also weil der Kameramann stimmt sich immer eher mit den Beleuchtern ab, ja, weil die sorgen ja sozusagen für das Bild, das Licht und Bilddepartement sind sozusagen eins. Und da gab es dann Abstimmungsschwierigkeiten, weil der andere Kameramann das ja halt eben anders auflösen will oder anders beleuchtet haben will oder so. Für mich hatte es dann keine Konsequenzen. Aber ich fand es natürlich, weil es eben unüblich ist, komisch. Aber das wirft mich ja jetzt nicht aus der Bahn. Und das erwarte ich natürlich von einem Profifußballer auch letzten Endes. Aber ich glaube schon, dass du einen Trainer brauchst, der
dich auch irgendwie mitnimmt. Und was ich so ein bisschen schade finde ist, und das passiert dann halt auch oft, wenn man die Spieler hört, die haben alle so die gleichen Phrasen drauf. Mhm. Ist wie auswendig gelernt. Ja, genau, da haben wir es. Das haben sie mal irgendwie gehört, das macht latent was her, auch wenn es vollkommen hohl und duselig ist, aber irgendwie sagt man dann zu irgendeinem Sachverhalt irgendwas. Und letzten Endes ist das dann halt auch bei den Trainern so. Und ich glaube tatsächlich, dass das Wichtigste die innere Bereitschaft zueinander ist, vom Trainer als zu den Spielern. Und das ist so ein bisschen, weil alle so gefühlt so ein komisches Ego-Ding haben, ist das ein bisschen weg in diesen höheren Ligen. Ich glaube aber, das ist tatsächlich immer noch so, das ist, was dort die 2-3% sein können, die dann entscheidend ist. Es ist so ein bisschen, finde ich, jetzt bei Klopp und Liverpool. Ein Thema, großes Thema. Können wir gleich weitermachen, gell? Also das bietet sich jetzt einfach an, dass wir das mal ansprechen, weil das ist so ein bisschen auch wie beim BVB. Der hat das ist ein Megatyp, der energetisch ist und dann mitreißt und du hast auch Bock auf den und so, aber es ist auch wirklich ein verschleißintensiver Style, den er da fährt. Ja? Und entweder bist du halt fit oder nicht, und wenn sich das dann eben nur darauf basiert, dass du halt nur mit Vollgas immer rennen und irgendwann geht's halt nicht. Also du brauchst halt entweder neue Spieler oder du brauchst irgendwie vielleicht nochmal eine andere Ansprache, und das ist natürlich, mir tut's in der Seele weh jetzt. Ich glaube, Liverpool ist jetzt auf Platz 10. Ja. Platz 10, also ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, ja. Absurde 21 Punkte auf Arsenal oder so, also auch überhaupt nicht mehr einholbar. Die Saison ist eigentlich gelaufen. Jetzt hat man noch gegen einen vermeintlichen Absteiger, glaube ich, verloren. Keine Ahnung, das ist dann so irgendwie, also ich glaube, dass generell die Haltbarkeit von einem Trainer einfach, ich würde sie sagen, so 4 Jahre, dann ist gut, meistens, weißt du? Ein Jahr kriegst du, damit es funktioniert, und dann hast du vielleicht noch 1, 2, 3 gute Jahre, und dann ist aber meistens auch, geht die Kurve auch wieder runter, so meistens. Und das Krasse ist ja, dass bei Klopp dann die Gegenfrage ist, wann, also nicht wann geht er endlich, aber wie lange dauert es, bis er weg ist, und sollte er nicht gehen, wie ist denn eure Meinung? Würden die ihn rausschmeißen oder werden die das niemals machen? Im Endeffekt ist also dieser ganze Hype passiert da drumherum, aber im Endeffekt ist es ein ganz normales Arbeitsverhältnis, und irgendwann sagst du halt, okay, also wenn es nicht mehr funktioniert. Ich habe nur einen großen, es ist ja wirklich so dieser, wenn wir bei Floskeln sind, dieser Satz, ich habe es jetzt auch öfters im Internet gelesen, er erreicht die Mannschaft nicht mehr. Was? Also ich bin da immer, wo du sagst, also ich könnte so einen Satz nur sagen oder schreiben, wenn ich wirklich nah dran bin. Du weißt nicht, wie es in der Kabine ausschaut. Der Kader hat sich im Laufe der Zeit brutal geändert. Du hast halt vorne diesen einen Knipser nicht mehr, der wirklich 200 Tore in der Minute geschossen hat. So, das fehlt. Du hast einfach, wo du sagst, du musst doch, das ist doch nicht so, dass der immer das gleiche Material hat. Wir hatten es gerade, sondern das verändert sich. Die Strukturen verändern sich irgendwie. Klopp sagt immer wieder, das ist einfach eine unfassbare Belastung. Ich kann es doch nicht ändern. Ihr macht noch, dann hast du die WM mittendrin, wo du sagst, dann verlierst du den Draht zu den. Also, ich bin da kein Freund von sagen. Also, ich glaube, Jürgen, ich glaube schon, ich glaube, der Heinkes hat das auch mal gesagt, glaube ich, sogar im Doppelpass mit dem Klopp, dass er das immer so gemacht hat, dass er nach so 5 Jahren ist er dann gegangen, weil er gemerkt hat, okay, ich habe jetzt alles so, was ich investieren konnte in die Mannschaft. Aber dadurch, dass der Fußball so schnelllebig ist, so schnelle, mit 2 Transferfenster mittlerweile, und ich bin kein Freund von diesem Begriff, er erreicht die Mannschaft nicht mehr. Ich glaube, das ist einfach ganz, und vor allem, plötzlich hast du bei Man City einen Haaland, wo du sagst, ja, gut, das ist jetzt mal, also was wollen wir jetzt? Weißt du, also du hast ja die anderen verstärken, du wirst irgendwie, dir wird Kraft genommen, und die anderen verstärken sich auch. Das guckst du dir diese englische Liga an, das ist ja jetzt nicht Italien, aber weißt du, sondern das ist ja wirklich eine starke Liga, die können ja Fußball spielen. Ciao, wenn ich meinen italienischen Freund wiedersehe. Also kurzum, ich finde das immer so ein bisschen, wenn du wirklich beim Training jeden Tag dabei bist und du begleitest die Mannschaft als Journalist, dann kannst du wirklich sagen, ich bin seit 10 Jahren hier immer dabei und sehe einfach, die letzten Monate hat sich das verändert, die lachen nicht mehr so viel, die Trainingseinheiten sind nicht mehr so intensiv. Wenn du sowas hast, wenn du sowas wirklich greifen kannst, aber immer so dieses, ja, dreimal nicht gewonnen, ja, der erreicht die Mannschaft. Wenn du sagst, ja, also in England mal Platz 10 zu sein. Ich bin mal gespannt, ich glaube, er hält es durch. Was sagt ihr? Nee, also ich weiß nicht, was er sich selber damit antut. Weil ich meine, der hat einen Legendenstatus, der hat ja nicht sogar schon eine Statue. Wenn ich kriege, diesen Legendenstatus in Liverpool, den hat er zu Recht.
Aber sollte man nicht irgendwie selber auch mal sehen, wann die Zeit zu Ende ist? Hat er in Dortmund auch. Alle waren geschockt, aber im Endeffekt war das der richtige Zeitpunkt für ihn. Er muss für sich sehen, packe ich das noch oder nicht. Dass sie ihn nicht gleich rausschmeißen, liegt an seinem Status. Nee. Aber boah, wie soll es denn noch weitergehen? Du kannst ja ein, zwei, drei Spiele verlieren, aber die verlieren gegen Brentford, gegen Brighton. Aber dann ist auch die Frage, nennen wir eine Alternative. So, wer ist die Alternative? Wenn wir es da haben, okay, Friedhelm Funkel hat Zeit. Oder Peter Neururer hat Zeit. Peter, wer? Tuchel. Warum nicht? Tuchel ist ein internationaler Welttrainer geworden. Einer von drei, vier, also, die wir haben. Ja, also ich glaube, um dann mal auf die Frage, ich glaube auch, also ich wünsche es Jürgen Klopp sehr, dass er es in Liverpool schafft. Ich glaube es aber auch nicht. Ich glaube aber, dass er dann die Konsequenzen zieht. So. Von sich aus, ja. Und so. Und er wäre die Alternative. Thomas Tuchel ist ja fachlich top. Ja? Akkus sind aufgeladen bei ihm. Genau, ich glaube, er ist so ein bisschen im menschlichen Umfeld nicht so ganz einfach. Aber wovon reden wir hier? Wir sind Profis. Also ich nicht, aber weißt du so, das ist Sieht aus wie einer, ja. Ja, danke. Und, nee, aber ich meine ganz im Ernst. Und dann habe ich lieber einen menschlich schwierigen Trainer, wo ich aber weiß, der sportliche Erfolg ist in guten Händen, als dass ich irgendwie einen Knorke-Typen mir dahin stelle, der aber halt nichts reißt. So, und das ist, ich wüsste jetzt auch nicht genau, wer jetzt gerade verfügbar ist auf dem Markt. Felix Magath. Ich hab gerade. Jawohl. Ab mit dir. Den hätte ich gerne mal wieder. Aber Marcel Reif würde jetzt sagen, bei jedem internationalen Top-Club, wo der Trainer gerade wackelt, Tuchel. Ja, also, aber er ist halt frei auch im Moment. Und Tuchel hat die Champions League gewonnen. Und damit ist er schon mal in die internationale Riege aufgestiegen. Und dass er die kann, ist ja genau dieselbe Vita wie beim Klopp. Mainz, Dortmund und weiter. Ja, und ich finde das auch, ich muss ganz ehrlich sagen, beim Tuchel, es tut mir total leid, wie der jetzt, weißt du, PSG hat ihn irgendwie hier, der komische Sportdirektor, ihn da rausgeekelt. Warum, weißt du? Dann gewinnt er mit Chelsea Champions League, muss auch gehen. Warum? Weißt du, wegen einem neuen amerikanischen Konsortium, weil Abramovic verkaufen musste oder was? Also so ganz, also auch bei Dortmund war es ja genauso. Bei Dortmund war es ja auch DFB-Pokal gewonnen und der Watz gesagt, nee, ich möchte jetzt nicht mehr. Ja, gut. Aber ich habe keine Ahnung. Aber es ist so ein bisschen, es hat so er läuft mit so einer latenten Wolke über sich herum irgendwie. aber wirklich? Ja, also es tut mir auch leid. Du sitzt nicht bei unserem Tisch. Ja. Nee, ich finde den ja auch eigentlich cool, den Typen. Ich habe keine Ahnung, was da. Also ich wünsche ihm tatsächlich mal ein langfristiges Engagement irgendwie, weil, also die Kompetenzen hat er ja. Also ich glaube, das ist schon auch, der kann auch, glaube ich, sehr, sehr gut junge Spieler auch mitnehmen. Der war ja zum Beispiel in Dortmund explizit an Dembélé. Das war ja so, die beiden waren ja so ganz dicke. Mhm. Ja, hat da großen Anteil an Dembélés Entwicklung. Und so, das kann er schon. Also ich glaube, wenn er Bock auf einen hat, ist das ein guter Trainer. Wenn nicht, wird es schwierig. glaube ich. Freunde, ich hatte ja erzählt, ich hatte diesen emotionalen Moment mit Allaire. Ich hatte zwei emotionale Momente an diesem Wochenende. Das eine war Allaire und mit dem nächsten möchte ich gerne die Rubrik, unsere neue Rubrik, das Reden der Anderen einleiten. Ich dachte, du hättest beim Duschen mal wieder deinen Penis gesehen. Nee, gut, ja. Penis? Achso, ja. Hallo. Hallo, bisschen mehr Kontenance. Jetzt musst du bei Spotify in E angeben, weil es ab 18 ist. Super, ist ja, das deine Aufgabe? Der Podcast war schon mal so, dass ich irgendwas vorgesungen habe, dann wurde es in Russland und Belarus gesperrt. Manchmal sind die Dinge, wie sie sind. Nein, das Reden der Anderen ist eine neue Rubrik. Wir machen das hier kurz, die von Steffen quasi ins Leben gerufen wurde. Er hat immer zu mir gesagt, du hörst so viele Podcasts. Reini hat jetzt mal einen Vlog. Genau, ich habe einen Vlog bei TikTok, die Nummer 2 vom Chinesen, so klingt es. Und jedenfalls, es geht um andere Podcasts. Was wird gesagt? Decken sich die Meinungen? Ich stelle es ein bisschen vor und wir haben die Rubrik auch hier. Und der Podcast, den ich heute vorstelle, beziehungsweise über den ich reden möchte, ist eigentlich kein Podcast. Es ist auch kein Fußball-Podcast. Es ist, wie heißt das nicht, 309 Mensch? Kölner Treff, Entschuldigung, jetzt habe ich es fast. Der Kölner Treff vom Freitag. War das schon auch schon vor kurzem, oder? Ja. Nochmal, war sehr schön bei Micky Beisenherz und Bettina Böttinger. Nee, nicht Bettina Böttinger, sondern. Ach, da war es jemand anderes. Susanne Link. Okay. Also in der Folge ist Bettina Böttinger und zu Gast ist Christoph Daum. Da sind wir wieder bei dem Thema Krebs. Oh, stimmt, das war gestern, vorgestern. Ja, am Freitag, ja. Und das Ding ist, also hört es euch an, das ist wirklich, wenn man, ich meine, wir sind glaube ich, fast nicht im selben Alter, aber weit sind wir, glaube ich, nicht auseinander. Und Christoph Daum war immer präsent, ja, immer.
Der war immer da und er erzählt von seiner Krebserkrankung, wie er das gemerkt hat, beziehungsweise er hat es gar nicht gemerkt, er hat keine Beschwerden gehabt, ist zum Arzt, plädiert nochmal dafür, geht zur Kontrolle, zur jährlichen, dauert nur eine Stunde, kostet nichts. Ja, es ist schon sehr bewegend, also auf jeden Fall hörenswert. Und es gibt noch einen Podcast, das mache ich ganz kurz, den habe ich selber erst entdeckt, der heißt Verzockt. Es geht um Sportwetten. Es geht um Sportwetten und was dahinter steckt und das ist richtig krass. Mit meiner Vorgeschichte bin ich sowieso gegen Sportwetten, sage ich ehrlich. Ich habe, bevor ich meinen jetzigen Beruf erlernt habe, habe ich 7 Jahre in der Spielhalle gearbeitet. Ich habe es elend rein und rauskommen sehen. Mhm. Auch wenn jetzt ein Shitstorm kommt, ich halte nichts davon. Und es wird genau beschrieben, die Machenschaften in den Vereinen und auch wie der Zocker an sich selbst. Natürlich ist nicht jeder, der in eine Spielothek geht oder der mal eine Sportwette macht, süchtig, das ist Quatsch. Aber es geht sehr, also, es geht sehr, sehr schnell. Es geht sehr, sehr schnell. Ja, ja. Und das lohnt sich wirklich, diesen Podcast anzuhören. Titel Verzockt bei Spotify und Co. Okay, Verzockt. Verzockt, Herr Warten, vielen Dank. Und genau, donnerstags kommt donnerstags kommt der neue Vlog dann raus bei TikTok, das Reden der anderen und dann ab sofort auch oder demnächst bei YouTube. Sönke, Frage an dich, auch ein großes Thema war jetzt, wie gehen wir mit unseren Schiedsrichtern um? Dennis Altigen hat gesagt, sie sind nicht der Mülleimer der Nation. Es gab, glaube ich, Streich und der Trainer von Mainz und dann alle haben sie gerade gelb, gelb, rot. Müssen wir nochmal über unsere Diskussionsstreit, Beschwerdekultur bei den deutschen Schiedsrichtern sprechen? Finde ich nicht. Okay, dann sage ich mal viel. Nee, weil das so. Nein, ich habe das jetzt ganz bewusst so kurz abgegoogelt, aber also natürlich, also Fußball ist emotional. So, und wenn du als beispielsweise auf der gegnerischen Seite eine Entscheidung hast, die nicht zu deinem Gunsten ist, gehst du natürlich ab und gehst du natürlich auch vielleicht über eine vermeintliche Grenze hinaus und so. Damit müssen eben alle Beteiligten leben. Solange jetzt niemand um sein Leben fürchten muss, ja, wie bei unteren Ligen, wo man dann weiß, das ist jetzt nicht gut gelaufen, der wird sein Auto nicht mehr finden, weil er wird gar nicht mehr so weit kommen, ist das natürlich eher scheiße, gar keine Frage, also keine Gewalt, aber so ein bisschen müssen sie einfach, wo fängt man an? Weißt du, was müssen Lehrer zum Beispiel heute alles aushalten, mit bocklosen Schülern, mit Umgangsformen, die noch nicht mal als solche zu bezeichnen sind und so weiter. Also ich finde so. Frag mich mal, ich bekomme WhatsApp-Nachrichten vom Leini, aber davon abgesehen. Aber ganz ehrlich, das Feld sollte schon manchmal ein bisschen dicker sein. Ja. Ja, der Streich hat, glaube ich, gelb bekommen oder gelb-rot für, da können sie doch direkt das gelbe Trikot anziehen. Ja, hat noch so gesagt, hätte ich es in die andere Richtung gesagt, hat keiner gehört. Ja, aber. Ganz kurz, die Bayern führen 4-2 und Musiala muss ein unglaubliches Tor geschossen haben. Oh, also die Kicker titelt Musialas unfassbare Sololauf, später die Zusammenfassung schauen. Also auf jeden Fall kein Podcast, weil wir die Bayern spielen. Was? Ich wollte sagen, nachher die Zusammenfassung schauen. Oder bei The Zone kann man es auch komplett gucken. Ja, oder so. Insofern. Für 98 Euro. Pro Spiel. Ja, pro Spiel. Und Herr Bart, wie siehst du das mit den Schiedsrichtern? Also Altigen ist der Beste, den wir haben, zusammen mit Patrick Ittrich. Und ich glaube, das ist ein, wie mein Lieblingskabarettist Rolf Miller sagt, ein zweigleisiges Schwert. Es ist halt so irgendwie, dass ich verstehe die Schiedsrichter, aber du musst ein bisschen was aushalten können. Was sagst du immer, Steffen? Was sagst du immer? Steffen und ich, wir streiten gerne, ja, nebenbei über den Podcast. Und was sagst du immer zu mir? Nein. Wir streiten so lange, bis du mir wieder recht gibst, ja? Genau. Und da was sagst du immer, wir reden wie Männer und da brauchen wir kein Fätzchengetue. Und das ist doch auf dem Fußballplatz. Das muss ich übrigens rausschneiden. Nein. Sönke, hast du Zeit für einen Fußballpodcast einmal die Woche? Sehr gerne. natürlich musst du. Frei auch. Ja. Nein, du musst den Schiri respektieren, aber. Also man muss doch jetzt nicht, das hätte ich jetzt zum Beispiel überhört, aber ich bin auch kein Profi. Ganz ernst, also ich finde, Christian Streich ist ein geiler Typ, wie er sich dafür noch entschuldigt, ja, es war meine Dummheit. Das ist groß, aber war das eine rote Karte? Come on. Ja, ich finde auch, also das ist so ein bisschen sehr viel Hochstatus, Schiedsrichter-Hochstatus, wo du sagst, naja, also da ist da, wenn er wirklich beleidigend wird und wir wissen, wie Beleidigungen funktionieren, oder wirklich austickt, aber... Christian Streich kann auch echt Psycho gucken und wenn der geht, dann weiß ich auch nicht. Da kann man vielleicht schon mal in die linke Gesäßtasche greifen und die andere Karte rausholen. Ich weiß es nicht, aber für mich, also aus dem geschilderten Sachverhalt heraus würde ich nicht sagen, dass es eine rote war. Aber come on. Weißt du, ja.
Also, wie du sagst, ich glaube, da ist man, wenn man irgendwie sonntags mittags um drei in Berlin in der fünften Liga pfeift, ist man anderes gewöhnt als. Natürlich. Frage an die Runde. Auch im Blick auf die Zeit. Herr Bartner, hast du noch ein Thema? Ich hätte jetzt noch zwei. Wenn du Kolomoani dabei hast, du mir schon quasi d'accord mit einem Thema. Nee, dann mach gerne mal kurz den Eintracht-Block, weil Trapp verlängert bis 2026. Ich will jetzt gar keinen Eintracht-Block irgendwie großartig machen, aber bevor es wieder heißt, wir sind zu affin. Das stimmt ja gar nicht. Nee, also mit Eintracht Frankfurt haben wir jetzt nicht so viel zu tun. Nein, aber gestern einfach wieder. Ja, wo ist das Handy? Ich kann mithalten. International. Nein. Wie der Kolomoani zu dem Elfmeter geht, mit seinen 20 oder 21 Jahren. Kurz abwartet, gar nicht lange einen auf, ich muss mich konzentrieren, macht, er wartet, der Pfiff kommt, er schießt den Ball rein. Was eine Kaltschnäuzigkeit. Ich sag mal, es war schön mit dir, Kolo. Ja, aber auch da Umfeld. Also auch da ist natürlich Trainer, Fans, du hast es. Sowas macht nur ein Spieler gerade mit Anfang. Entweder bist du total kaltschnäuzig, was er auch ist, aber du bist einfach, der Trainer gibt dir das Vertrauen zu sagen, sei frech, komm, wenn du verschießt, alles klar. Du bleibst trotzdem Stamm. Ein guter Trainer sagt auch manchmal, hör auf zu denken. Ja. So ist es. Ja. So ist es. Und noch eine Personalie, 39 Jahre alt, Makoto Hasebe. Unglaublich. Unglaublich. Was ein Typ. Also das ist, da gibt es auch eine Folge von Sven Pistor, der mit uns ja auch hier schon zusammen gesessen hat. Jogo Bonito, das schöne Spiel. Das kommt jetzt einmal die Woche, oder? Einmal die Woche und in der aktuellen Folge gehst, was ist denn das Plural von Libero? Liberi. Libera. Dem Liberos. Es geht um den Libero von Beckenbauer bis heute. Und er ist ja der Einzige eigentlich, der noch diese Position ausfüllen könnte. Den siehst du ja überall mit fast 40. Ja. Mein lieber Scholli. Aber es ist jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, ein Asiate. Das nur einfach, weil mir jetzt gerade der Name nicht einfällt. Ein 55-Jähriger, glaube ich. Ja. Zweite Liga Portugal. Hat sie doch geschickt sogar. Ja, zweite Liga Portugal. Tag, ein 55-Jähriger in die zweite Liga Portugal gewechselt und immer noch aktiver Spieler. Also jetzt nicht so eine Hobby-Kickermannschaft oder Freizeitmannschaft, sondern... Wie alt? 55. Wechsel mit 55 Jahren in Portugals zweite Liga. Miura will es nochmal wissen. 55. 55. Alt. Also Wahnsinn, oder? Also haben wir Hasebe vielleicht. Also Hasebe 39, Freunde. Das ist ja der Wahnsinn. Aber wenn du überlegst, Stanley Matthews, okay, das war eine andere Zeit. Der hat mit 54 noch Premier League gespielt. Also, aber wenn du gerade in der heutigen 2023 Fußballzeit, wo irgendwie alles hoch digitalisiert ist, dann hast du die mit fast 40 und alles klar, ab in den Zweikampf. Und dann spielt er gegen die Bayern von Anfang an, wo du sagst, also verrückt. Bitte. Ich wollte mal Frage an die Runde. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für euch Stand jetzt, abgesehen vom wahrscheinlich Sieg der Bayern, dass Union Berlin deutscher Meister wird? Könnte man sich das vorstellen? Ob die wirklich bis zum Schluss, Rönke, fang du an. Wie du kannst auch mal. Ob sie bis zum Schluss das durchhalten, ich würde es mir doch wünschen. Ich finde es geil, dass die Bundesliga nach 10 Jahren endlich mal wieder fucking spannend ist. Also wirklich bis zur Eintracht Platz 5. Eigentlich würdest du sagen Platz 5, da spielst du ganz oben nicht mit, aber die Konstellation ist nicht nur 3 Punkte irgendwie. Ich würde es mir wünschen, dass irgendjemand außer den Bayern Meister wird. Es mir scheißegal wäre, aber Union, Silke, was meinst du? Ich bin maximal überrascht, dass Union so eine Konstanz hat. Ich war ja immer wenn ich in der alten Försterei bin, weil ich ja in Berlin wohne und der BVB da spielt, kriegen wir einen auf den Sack. So auch das letzte Mal. Das war eine fatale Niederlage. Das war, glaube ich, Kobels erstes Tor nach seiner, nach seiner Verletzung. Finde ich super, wenn so ein Verein da irgendwie das so aufmischt. Ich glaube aber, so langsam ist das ein bisschen aufgebraucht, so dieses Momentum, was Union hatte. Vielleicht auch nicht, vielleicht liege ich falsch. Wäre schön, wenn ich falsch liegen würde. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, dass dann so über die jetzt noch kommenden Spieltage, dass sich dann doch so die Maschine Bayern einmal durchsetzt und hoffentlich bleibt Dortmund dran. Umso nerviger ist, dass letzten Endes so wenig partizipiert werden konnte aus dieser Schwächephase von Bayern, muss man wirklich sagen, weil hätten vorne die anderen Mannschaften so ein bisschen mehr Punkte, inklusive der BVB. Also ich glaube, dass Union aber trotzdem also durchaus die Möglichkeit hat, Champions League zu spielen noch. Also am Saisonende. Also den traue ich denen zu, weil ich wüsste jetzt nicht, weil Leipzig ist auch so ein bisschen wackelig.
Eintracht hat wieder gerade so ein bisschen Grip wieder, also kann auch noch dabei sein, muss man alles sehen. Ich finde es aber geil, dass es dann doch so eng noch ist. Also jetzt ist es zumindest echt eine Unterhaltung. Wie siehst du das, Steffen? Ja, also ich sag dir ganz ehrlich, ich bin ja nach wie vor, ich habe auch dem Herrn Reif zwischendurch geschrieben, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Eintracht eine realistische Chance hat, die Champions League zu gewinnen. Ich glaube da nach wie vor dran. Weil es immer die Frage ist, was ist die Erwartungshaltung, aber ich glaube wirklich, diese Dynamik, jetzt im Moment, du weißt nicht, was in 5, 10 Jahren ist, vor 5 oder 10 Jahren jetzt auch nicht geklappt, aber jetzt im Moment mit dem Trainer, dem Umfeld, die Trapp-Verlängerung, ganz wichtiges Zeichen, das hat er jetzt zum zweiten Mal gemacht, zu so einem wichtigen Zeitpunkt, das war beim ersten Mal, als er gesagt hat, er geht nicht zum Menü und bleibt, das war ein ganz wichtiger Zeitpunkt, jetzt, wo die heiße Phase der Saison losgeht, Champions League in ein paar Tagen, wichtiger Zeitpunkt. Ich glaube, die Mannschaft ist wirklich, die spielen einfach geilen Fußball. Die sind sexy, die spielen guten Fußball. Und genauso glaube ich, dass Union, warum nicht? Union hat Ruhe, Union hat einen smarten Trainer, ein smartes Umfeld. Und abgesehen jetzt vom FC Hollywood, aber ich könnte, abgesehen vom wahrscheinlichen Sieg gegen Wolfsburg, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Union einfach sagt, okay, volle Konzentration auf, und der sagt, Urs Meier sagt bis jetzt 40 Punkte, wir wollen 40 Punkte, das ist unser Ziel. Also wirklich sehr, sehr cool, down to earth, sehr kühler Kopf. Und ich könnte mir es schon, warum sollte es nicht, es ist in anderen Ligen auch schon passiert, warum nicht, die spielen sehr konstant, die spielen einfach auch guten Fußball, das ist ja kein Glück wie Griechenland damals, sondern es ist guter Fußball und die haben nicht diese Mega-Belastung, die haben, glaube ich, nicht so doll viele Nationalspieler, die sind die noch im DFB-Pokal? Ja, die müssen weitergekommen sein, so viele Spiele, Aber ich glaube, der Fokus liegt auf National, Bundesliga, warum nicht? Aber die standen ja auch von so einem Transfer-Coup, ne? Genau. Ja, so knapp. Ja, aber da haben sie doch auch Eier. Bis dann rauskam, dass er das augenscheinlich verwechselt hat, das Monatsgehalt mit dem Jahresgehalt. Ja, aber guck mal, aber auch da hat doch Union Eier gehabt und hat gesagt, nee, wenn das nicht so ist, wie wir es gesprochen haben. Der war schon beim Medizincheck, das musst du dir mal vorstellen, der war schon, der stand und sagt, nee, dann flieg wieder zurück, ist egal. Und im Zuge dessen, nicht nur Urs Meier, Oliver Runert, was ein geiler Manager, der ist, heute war er in der Diskussion, und da wollte ich eure Meinung auch nochmal hören, mit Blick auf die Zeit, die Diskussion, wer der Nachfolger das Amt übernimmt, Oliver Runert beim DFB. Warum nicht? Guck mal, was der Mann an, was er schafft es, dass Isco überhaupt zum Medizincheck kommt. Das ist schon verrückt. Das war sein. Also der war gerade vereinslos, aber der hat auf jeden Fall, könnt ihr mir vorstellen, hätte auch noch andere Vereine. Na klar. Und der ist so, das ist so einer im Hintergrund, den hörst und siehst du nicht. Den Fischer siehst du ja schon kaum. Aber wenn du mal wirklich 10 Fans fragst, wer ist Manager bei Union Berlin? Keine Ahnung. Und der macht seine Arbeit top. Ich hätte es auch nicht sagen können. Ich hätte ihn nicht auf dem Schirm gehabt. Also bei warum nicht? So. Könnte man. Aber das ist ja, aber das spricht ja für den Verein wieder auf. Ja, eben. Welchen Prioritäten. Und es, ich bin ja Berliner und ich finde es halt amüsant. Hertha, Union, du hast immer Derbys, immer spannender, und mittlerweile weißt du genau, ja, okay, Union gewinnt. Die Frage ist nur, wie hoch. So. Ja, so. Aber echt, ja. Und du hast ja auch gestern gesehen, die Hertha. Das war nicht so einfach wie gestern, und das lag gar nicht mal an der starken Eintracht. Jeder gewinnt zurzeit gegen die Hertha. Es ist einfach so. Fragen, Herr Bart, ein Sprachfehler oder technischer Fehler? Ich glaube, es war ein technischer Fehler. Ja. Was denn? Du hinkst gerade kurz. Also ich habe gesagt, die Eintracht hat gestern 3-0 gewonnen, aber im Moment ist es nicht schwer, gegen Hertha zu gewinnen, leider irgendwo. Naja. Ich wollte die Runde noch mal ganz kurz fragen, weil wir das Thema hatten. Ich setze wieder meine Brille auf. Hallo, Podcast-Hörer. Was ist denn zum Abschluss? Habt ihr spontan eine absolute Fußballer-Lieblingsfloskel oder Einspruch, also entweder vom Spieler, vom Trainer, irgendeinen Satz, wo ihr sagt, das ist, wenn ich an Fußball denke und an eine Floskel denke, dann ist das mein Satz, mein Lieblingssatz. Selbstverständlich. Und zwar, man sollte nicht immer alles so hochsterilisieren. Ja. War das nicht auch mal wieder Matthäus oder irgendeiner war es? Weißt du, war das nicht Effenberg sogar? Ich glaube Effenberg war es. Ich glaube Effenberg, ja. Ja, bei mir ist es Andi Brehme. Am Anfang hatten wir, wie war das? Am Anfang hatten wir die Hosen voll, doch dann lief flüssig. Aber mein Liebling ist immer noch, mein absoluter Liebling, was Sprüche angeht, ist Zlatan Ibrahimovic. Ist auch mein Lieblingsfußballer, der gesagt hat, als ich
als ich von zu Hause ausgezogen bin, habe ich zu meinem Vater gesagt, so, jetzt bist du der Mann im Haus. Also es kann halt nur Zlatan. Also, ja. Der hatte doch irgendwas bei der Pressekonferenz zum Reporter gesagt, irgendwas mit der Frau? Oder? Er hatte Kratzer im Gesicht und der Reporter fragt, Herr Ibrahimovic, warum haben die denn Kratzer im Gesicht? Sagt er, geh mal heim, frag mal deine Frau. Es ist schon grenzwertig, aber es kann nur Zlatan. Das kann nur Zlatan. Ja. Aber ich muss sagen, ein Klassiker, aber mein absoluter Liebling ist Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Wenn du sowas so inputzig sagst, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, das ist für mich. Ja, ich mache gerade noch in aller Seriosität ein Set-Foto. Warte, mache ich auch. Sehr geil. Warte. Komm, wir machen alle gleichzeitig ein Foto. Jo. Oh, jetzt mache ich hier Heineken-Bier-Werbung, das darf natürlich nicht so sein. So, dass man das Buch sieht vom Senke. Unbedingt das Buch kaufen, es hat echt Spaß gemacht zu lesen. Als Hardcover erhältlich. Gerne nochmal ein bisschen freuen. Wir zeigen nochmal 10. Cheese. Jawohl. Sönke, ich sage, also unbedingt das Buch kommt. Kann man schon sagen, was denn. Oh, diese Brille, ey, holla. Was dein aktuelles Projekt ist, dein nächstes Projekt, wo wir dich als nächstes sehen? Ich habe jetzt gerade einen Radiotatort aufgesprochen, den ich ja habe beim WDR. Sehr amüsant. Task Force Hamm. Macht Spaß zu hören. Sehr, sehr, also wirklich amüsant. Ein schönes Hörspiel. Dann habe ich jetzt, läuft jetzt ein bisschen Blackout, dieses mit Moritz Bleibtreu, dieses Strom ist. Diese weg. Verfilmung von dem Buch, von dem genau, dann lief jetzt gerade Asbest, das war so eine kleine Serie von Ramadan, die läuft auf der ARD-Mediathek. Wird krass gefeiert. Ja, hat, glaube ich, schon vorhin 8 Millionen Zuschauer. Das ist ein Streaming-Rekord in Deutschland. Da habe ich zwar einen Part, aber es ist toll, illust. Dabei ist alles. Ja, das ist vor allem, wenn kleine Rollen gut besetzt sind, ist das einfach schön. Das macht Spaß. Oh, und ansonsten steht die Berlinale an und ein, zwei Dinger, die noch nicht ganz spruchreif sind. Aber it's all on the way. Man darf auch nicht vergessen, die Tage sind kurz, das Licht ist schlecht. Also so viel wird noch nicht gedreht. Aber jetzt fängt es langsam an. Das kannst du uns ja beim nächsten Mal erzählen. Ja. Genau, oder wenn wir uns bei der Berlinale treffen, danke für die Einladung. Ja. Kauf das! Sönke Möhring-Buch. Kommt drauf! Ja, komm rum, lass mal jetzt auf, komm, Alter. Sönke, ich sag vielen Dank, Applaus für Sönke Möhring. Vielen Dank. Sönke, vielen Dank, mega. Nächste Einladung folgt nächste Woche. Große Freude mit euch, immer wieder. Dankeschön und Forza SGE und nur der BVB. Nur der BVB. Sönke, bis dann. Dankeschön, bye bye. Tschüss.